von den Elbdudlern nach dem Social Web Breakfast in Hamburg. Du hast heute über das Thema Ecosystem of Engagement gesprochen. Was verstehst du darunter? Ja, letztlich kurz zusammengefasst, das ist natürlich etwas komplexer, aber wenn man es kurz macht, dann den Switch hin, im Marketing langfristiger zu denken, hin zu einer Beziehungsorientierung zu gehen, eben nicht mehr nur in kurzfristigen Kampagnen zu denken, sondern letztlich ein Ökosystem aus Kanälen aufzubauen, an denen man relevante Markenkommunikation betreiben kann. Ich glaube, das ist zwar sehr verkürzt dargestellt jetzt, aber das trifft es ganz gut, eben dieses komplexere, langfristigere, strategischere Denken und diese Herangehensweise eben nicht nur in kurzfristigen Awareness-Kampagnen, sondern tatsächlich in Kanälen mit echten Mehrwerten und mit echten Services, die man anbieten kann, um seine potenziellen und bestehenden Kunden einfach verbundener noch zu machen mit der Marke. Was ist Teil eines solchen Ökosystems? Letztlich ist Teil eines solchen Ökosystems sind zum einen die Marke, also die Marke, die dieses Ökosystem aufbaut, mit all ihren Werten, natürlich mit ihrer Strategie, was will sie erreichen, was sind die Ziele, sowohl kurzfristig, mittelfristig als auch langfristig. Und in diesem Ökosystem das Ganze gegenüberzustellen mit Nutzerbedürfnissen oder was sind eigentlich, welche Bedürfnisse hat ein Nutzer, in welchem Kontext, in welcher Kaufphase und dann das Ganze auf den Kanälen entsprechend, die man in so einem langfristig ausgerichteten Ökosystem hat, runterzubrechen, auf welche Funktionen nehmen diese Kanäle ein. Also beispielsweise ist ein Kanal wie Facebook ein reiner Awareness-Kanal oder ist es nicht vielmehr auch, erwartet der Nutzer nicht einen Service-Kanal dort und habe ich nicht auch die Möglichkeit, ganz viele Insights über den Nutzer oder über einen potenziellen Käufer dort zu bekommen? Und wie passt das Ganze in Kaufphasen herein, um dann zu sagen, diese Angebote kann ich eben auf diesem Kanal machen beispielsweise. Auch das natürlich etwas verkürzt, aber das trifft es soweit, ja. Das hört sich jetzt ziemlich komplex an der Stelle. Wie sieht das nach einer Entscheidungssituation aus? Wer muss damit involviert sein? Wer kann das nachher entscheiden? Und an welchem Zeitpunkt muss das sozusagen in einem solchen Projekt oder einer solchen Initiative nachher ablaufen? Ich glaube, das ist etwas unterschiedlich zu betrachten. Man muss auf der einen Seite natürlich erstmal ein bisschen höher gehen, auf Management-Ebene gehen und sagen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen? Das führt natürlich hin zur Aufbauorganisation zum Teil. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Service anbieten will, muss der Vertrieb involviert sein, muss das Marketing involviert sein, muss die Unternehmenskommunikation involviert sein. Das heißt, es reicht, glaube ich, nicht auf Kanalebene zu sagen, okay, so wollen wir jetzt diese Social-Media-Kanal oder so wollen wir TV machen oder was auch immer, sondern es muss in einem größeren Prozess stattfinden, sich zu überlegen, wie wollen wir unsere Marke strategisch aufstellen und dann ist es auch gar nicht mehr so das Ding, irgendwie die Kanäle dann hinzuzufügen und nicht einfach immer nur zu reagieren, sondern wirklich zu agieren. Das heißt, für mich ist es absolut etwas, was auch auf Management, auf Geschäftsführungsebene stattfinden muss, um sich dem Thema einfach zu nähern und eben nicht nur aus dem Kanaldenken heraus, sondern aus einer unternehmerischen Vision heraus daran zu gehen. Was sind deine Empfehlungen? Womit sollte man anfangen? Sich einfach mal seine Zielgruppe anders anschauen als anhand von demografischen Kriterien oder von Kaufkriterien direkt, sondern zu überlegen, wie soll unsere Marke eigentlich, was will unsere Marke ausdrücken? Mit welchen Werten wollen wir sie aufladen? Was sind die Einstellungen der Marke? Also sehr viel weichere Themen anzugehen. Und die dann zu vergleichen eben mit den Werten der potenziellen oder der bestehenden Zielgruppe und zu gucken, was sind denn gemeinsame Nenner, wie kann denn eine Marke Teil dieser Gesellschaft in Anführungsstrichen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da eben nicht nur, natürlich ändert es nichts daran, dass Abverkaufszahlen oder KPIs in Reichweiten und so extrem wichtig sind, das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Es ist eher, dass die Herangehensweise wirklich tiefer in diese ganze Materie einzudringen und sich zu überlegen, wie ticken denn eigentlich die Menschen, denen ich etwas verkaufen möchte. So, und ich glaube, das ist der Ansatz. Einfach was für uns als Digitalagentur ist Nutzerzentrierung gerade in der Entwicklung ganz selbstverständlich. Und ich glaube, da kann das Marketing beispielsweise noch ganz viel von lernen. Prima, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für den Impuls beim Frühstück. Ja, sehr gerne.